Und ich soll das jetzt entscheiden? Es bestand eine gewisse Uneinigkeit. Es ist nicht nur ein Vorwand, um mich unter Druck zu setzen. Sieht das aus wie ein Vorwand? Nein. Sie wird sterben, nicht wahr? Inflammatorische Zellen, vergrößerte Kerne, erhöhte mitotische Aktivität, könnte ein Lymphom sein. Es gibt keine palpablen Lymphome. Das verringert die Wahrscheinlichkeit, schließt es aber nicht aus. Ich bin Onkologe, ich sehe einen Tumor. Zeigen Sie es einem Immunologen, der sieht vielleicht noch... Einem Immunologen haben wir schon gezeigt. Wir machen eine Chemo. Sie sollten gehen. House will nicht seinen Freund verlieren und Cuddy nicht die Kontrolle über House. Aber keinen interessiert, was Sie wollen. Es ist aber keine Sache des Wollens. Wollen oder müssen. Wenn die geringste Chance besteht, dass Ihr Weggang Ihr Leben ein wenig leichter macht, dann tun Sie es. Jeder andere hier würde es auch machen. Hatten Sie keine allzu rasche Besserung? Das Lymphom war Ihre Idee. Wieso? Ich fühle mich besser. Manchmal hilft schon das Wissen, dass man behandelt wird. Ich hatte schon 18 verschiedene Behandlungen hinter mir. Das ist die erste, die mir gut tut. Und ich glaube, der Grund ist kein psychologischer. Danke. Ich muss mich entschuldigen. Ich hätte nicht so heftig reagieren sollen. Ihr Leben ist ganz allein Ihre Sache. Sie sind nicht wie ich. Sie haben vielleicht Flügel. Ich habe die Huntington-Krankheit. In den nächsten 12 Jahren wird mein Nervensystem zerstört und die kognitiven Fähigkeiten und mein psychisches Gleichgewicht werden nachlassen. Dann kann ich nicht mehr fliegen. Ich kann dann nicht mal mehr gehen. Geschweige denn atmen. Deswegen wollen Sie bis dahin Ihrem Leben einen Sinn geben. Ich will Aufgaben nicht nur nach Schema F lösen. Ich will zeigen, dass es auch anders geht. Ich will Dinge verändern. Das kann ich unterschreiben. Nicht nur, weil Sie mir das Leben gerettet haben. Ich bewerbe mich für einen Job bei einer Stiftung, als Leiterin der Finanzabteilung. Ich weiß nicht, ob ich ihn kriegen werde, aber wenn nicht, gibt es ja noch andere Stiftungen. Es ist 3:45. Subtime. Die Schwesternfernbedienung funktioniert auch im Ärztezimmer. Wieso glauben Sie, will Wilson gehen? Wie oft muss ich noch das Wort Idiot erwähnen? Und es reicht Ihnen als Antwort? Jedes Mal, wenn sich jemand nicht normkonform verhält, ist das für Sie sofort eine abwegige Fehlleistung des Gehirns. Deshalb habe ich Sie beide in ein Zimmer gesperrt, damit Sie mal was Dummes und Unsensibles sagen, worin vielleicht auch ein bisschen Wahrheit steckt. Aber das taten Sie nicht. Also kann ich nur annehmen, dass die Wahrheit Sie nicht interessiert. Sie haben Angst vor ihr. Sie hören mir gar nicht zu, nicht? Versuchen Sie es mal damit, dann sehen Sie warum. Sie sehen aus wie 37. Ich bin 37. Letzte Woche wirkten Sie noch wie 27. Entweder hatte ich einen Blackout oder Ihre Haut... Sie hat ein Lymphom. Die Chemo hat vermutlich... Stoppen Sie die Chemo. Es geht ihr besser. Der Herzrhythmus normalisiert sich. Hat sie ein Hämatom? Sie hat sich während der Halluzinationen gegen die Beine geschlagen. Es ist kein Lymphom. Hey, nicht! Nein, 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 nein! Au! Mein Fehler. Hab gedacht, nein bedeutet ja. Das sind keine Hämatome, sondern mykobakterielle Läsionen. Sie hat eine diffuse Lepromatose. Die hat sie sich wahrscheinlich auf einer ihrer Überseereisen geholt. Die Chemo kann einen Teil der Lepra-Erreger abtöten, was eine Besserung bewirkt. Sie kann aber auch das Immunsystem zerstören, was übel wäre. Lepra? Wo einem die Gliedmaßen abfallen? Das wäre dann die harmlose Form, die man die schöne Lepra nennt. Sie entstellt die Betroffenen nicht, sondern lässt die Haut jung und glatter wirken.
Erzählen Sie das bloß nicht den Mädels, die würden Ihnen gleich das Gesicht ablecken. Es sei denn, Sie gehören zu der Art Feministin. Geben Sie ihr die volle Ladung Antibiotika und Prednison. Sie wird wieder. So ein Schott, ich hab den Anfang verpasst. Scheiße. Wieso? Sie freut sich, dass Sie wieder gesund werden. Hätte sich aber noch mehr gefreut, wenn sie Ihnen das schon hätte früher sagen können. Die Tests bestätigen die Diagnose von Dr. House. Oh, Gott sei Dank. Als Sie schwanger wurden, löste der körperliche Stress eine Erythema nodosum leprosum aus, eine bekannte Komplikation der Lepra. Die Folge war eine Entzündung der zum Herzen führenden Nerven, eine verminderte Vitaminaufnahme und eine Vernarbung der Tuben. Damit erklärt sich alles. Am besten verschreiben Sie mir auch noch eine Hautcreme. Vielleicht brauchen Sie die, wenn Sie sich vorstellen. Ich werde wieder mit Patty arbeiten. Meine Nachfolgerin ist schon völlig ausgebrannt. Sie will, dass ich ein paar Projekte allein manage, um ein eigenes Profil zu entwickeln. Glauben Sie wirklich, sie wird sich ändern? Ich weiß es nicht. Die Frage ist doch, ob ich es drauf habe. Sie können sich ändern. Nein. Vielleicht will ich nicht, dass sie sich ändert. Die Frau ist kein Unmensch. Wenn sie die durchschnittliche Vorgesetzte ist, dann bin ich die durchschnittliche Angestellte. Und damit nützlich und wichtig. Jetzt, da ihr Tod sicher ist, gefallen sie mir besser. Ich habe mich geirrt. Die Intention zählt. Sie will wieder für diese Idiotin arbeiten. Echt armselig. Glaubten Sie, irgendwas würde sich ändern? Sie wäre fast draufgegangen. Wegen dieser Arbeit, natürlich, dachte ich. Fast sterben hat noch nie was geändert. Nur der Tod ändert alles.